レラランドチャンネル。Du widerliches Monster, schrie ihn das kleine Scheusal an. Lass mich sofort hier raus. Wieso, Monster? Rief Gobo empört. Du bist das Monster. Und von jetzt an bist du mein Haustier. Was? Fauschte das eklige, bleiche Erdenmonster und rüttelte so wütend an den Gitterstäben, dass Gobo schnell noch einen Schritt zurücktrat. Selbst sein Helm verstand nicht, was das Ungeheuer nun alles von sich gab. Dann hockte es sich plötzlich in eine Käfigecke und Augen und liefen das blasse Gesicht hin und her. Gobo war bestürzt. Wurde es etwa krank? Verzerrung ist das Fliegen. Ich will nach Hause. Hörte er es schluchzen. Wie meinst du das nach Hause? Fragte Gobo unglaublich. Monster haben kein Zuhause. Du bist das Monster, schniffte das bleiche Wesen. Und natürlich hast du keine Ahnung, was Zuhause heißt. Unsinn, rief Gobo empört. Mein Zuhause ist der Planeten Galabazolos. Er hat wunderbar silberne Berge und Meere, die wie buntes Glas schimmern. Er hat 7 Monde. Jeder hat eine andere Farbe. Und auf jeder hat man... Und auf jedem hat man ein anderes Gesicht. Das Erdenmonster hörte auf zu schluchzen und sah ihn erstaunt mit seinen 2 Augen an. 7 Monde? Fragte es leise. Wir haben einen, sagte Gobo und fand plötzlich, dass die 2 Augen gar nicht so seltsam aussahen. Die sieben Monde würd ich gern mal sehen, sagte das Monster. Aber dein Haustier werde ich nicht. Darauf wusste Gobo nun wirklich nichts zu sagen. All meine Freunde werden mich auslachen, dachte er. Da ließ er den Käfig mit einem Knopfdruck verschwinden. Letzte Seite da. Komm, sagte Gobo und lächelte. Das fremde Wesen einladend. Ich zeige dir die 7 Monde und dann bringe ich dich nach Hause. Oh mein.
Bye bye. チャンネル登録お願いします。グッドボタン押したねー。